Ja, hier ist Achim Weidner aus dem Ratssaal im Rathaus in Rüsselsheim, dem Stadtverordnetenvorsteher aus dem Maschinenhaus der Demokratie, heute zum dritten Teil. Jens, heute wollen wir uns mal die Beiräte und die Mitsprache und alles, was zu diesem Thema stattfindet, hier passiert oben. Links von dir, also von dir aus links, sitzen ja Beiräte, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat. So. Vielleicht kannst du zu dieser Runde in der Stadtverordnetenversammlung etwas sagen. Ja, Achim, sehr gerne. Ja, hier im Maschinenhaus, wir haben ja schon gesprochen über die Fraktionen, die hier vorne sitzen. Und jetzt kommen wir nochmal zu wichtigen Vertretern, die hier im hinteren Bereich sitzen. Einige erinnern sich, hier vorne sitzen noch Mitglieder des ehrenamtlichen Magistrats. Und in der rückwärtigen Bank sitzt unter anderem jemand, der den Ausländerbeirat vertritt und jemand, der den Seniorenbeirat vertritt. Jetzt natürlich die spannende Frage, was ist denn das überhaupt? Seniorenbeirat, Ausländerbeirat. Also, das ist natürlich alles, wie sich das gehört, in der HGO, in der Hessischen Gemeindeordnung geregelt. Ausländerbeirat. In Kommunen, die mehr als 1000 Einwohner haben, muss es einen Ausländerbeirat geben. Der Name erklärt sich eigentlich schon fast selbst. Die Ausländer, also die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, haben das Recht, vertreten zu sein. Und ein Beirat heißt immer, er ist beratend. Er berät den Magistrat, berät die Politik auf kommunaler Ebene. Wir haben in Rüsselsheim natürlich einen Ausländerbeirat. Der wird gewählt von den Nicht-Deutschen. Aber, und das ist auch ganz interessant, er wird auch gewählt von Deutschen, die erst ihre Staatsbürgerschaft erhalten haben, also die vorher eine andere hatten, eine neue, also die Deutsche beantragt haben, jetzt Deutsche sind, aber einmal nicht Deutsche waren und nicht per Geburt sozusagen Deutsche sind, die dürfen auch wählen, ganz interessant, und die sollen natürlich auch ihre Vertretung haben. Und die sitzen da oben links von dir aus gesehen links. Ja, jetzt genau. Ist es so, Jens, ich bin jetzt 60 geworden. Ja, oh, wichtig, genau. Achim, wichtig, Achtung. Und da gibt es ja jetzt den Seniorenbeirat, der hat ja auch eine beratende Funktion. So ist das. Und was ist dessen Aufgabe? Ja, eigentlich vergleichbar mit dem Ausländerbeirat. Auch das ist natürlich eine wichtige Bevölkerungsgruppe und ab 60 darf man die wählen. Achim, du darfst da mitwählen. Ich darf es noch nicht, bei mir dauert es noch ein bisschen. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger in Rüsselsheim, die über 60 sind, dürfen den Seniorenbeirat wählen. Das geschieht alle 5 Jahre, wie die anderen Wahlen, kommunalen Wahlen auch. Dann gibt es einen Seniorenbeirat, der wie der Ausländerbeirat regelmäßig tagt. Der kann den Magistrat dazu laden, also Vertreter des Magistrates nehmen an den Sitzungen teil. Und natürlich aus dem Zuständigkeitsbereich, sage ich mal, also A, die Senioren, B, in Anführungszeichen die Ausländer, können Themen diskutiert werden. Gut, bleiben wir bei den Beiräten. Wir haben ja, also hast ja richtig gesagt, dass die Stadtverordnete, auch der Magistrat, ja an den Beiratssitzungen teilnimmt. Wir haben aber auch in Rüsselsheim noch Ortsbeiräte, nämlich in Städten und Bauschheim. Ich glaube, in Bauschheim ist jetzt auch Jubiläum, Eingemeindungsjubiläum. So ist es, 50 Jahre, ja. Warum gibt es zum Beispiel Ortsbeiräte, wie zum Beispiel in Bauschheim und Königstetten, aber in Althasloch keine? Ja, also das zum ersten grundsätzlich sind das natürlich auch ein bisschen historische Gründe. Das waren ja ehemals selbstständige Kommunen. Also Königstetten, Bauschheim und auch Hasloch, die nacheinander eingemeindet wurden. Zuerst Hasloch, dann die beiden anderen. Und es gab Eingemeindungsverträge. Und in diesen Eingemeindungsverträgen hat man festgelegt, dass es auch eine politische Vertretung geben darf. Das heißt, wenn jetzt ein Thema in Bauschheim oder Königstetten, zum Beispiel Friedhof ja. Blumenbeete oder Eselswiese. Ja. Dann wird zuerst das Thema dort verhandelt mit so einem Votum und dann kommt das dann in die Stadt. Genau. Ähnlich wie den Senioren und dem Ausländerbeirat haben diese Beiräte auch eine beratende Funktion. Das heißt, entsprechende Vorlagen, das haben wir ja schon mal besprochen, also Drucksachen, Vorlagen, das ist dasselbe, die jetzt eine bestimmte Thematik betreffen, die speziell in diesem Stadtteil virulent sind oder eine Frage sind, die werden dort beraten und das Votum dieses Ortsbeirates kommt dann sozusagen in die Stadtverordnetenversammlung, wird zur Kenntnis genommen und ist sozusagen Teil der Diskussion. Ja, muss aber nicht sozusagen zugestimmt werden, sondern es wird sozusagen, kann auch ein abweichendes Votum erfolgen. Also ganz hart gesagt, am Ende entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, hier wo wir jetzt gerade sind. Und nicht der Ortsbeirat, aber wichtig ist natürlich diese beratende Funktion und man kann natürlich auch mal Themen im Ortsteil aufgreifen. Von sich aus kann sagen, hier das und das ist mal ein Thema, da müsste sich die Stadtverordnetenversammlung auch mal damit beschäftigen. Das ist natürlich auch möglich. Wir haben also jetzt vom Ausländerbeirat gehört, vom Seniorenbeirat und den Ortsbeiräten. Eine Sache habe ich noch vergessen, wichtig bei den Ortsbeiräten ist, es gibt einen Ortsvorsteher.
Das ist auch eine wichtige Funktion, die ist eigentlich vergleichbar mit dem Stadtverordnetenvorsteher. Das ist sozusagen die kleine Variante des Stadtverordnetenvorstehers in den jeweiligen Ortsteilen. Das heißt, die leiten dort auch die Sitzung in Bauschheim und in Königstetten. Das und ist der Werner Stahl und der Karl-Heinz Schneckenberger in Königstetten. Werner Stahl in Bauschheim, Karl-Heinz Schneckenberger in Königstetten. Und die übernehmen auch repräsentative Funktionen, die stellen sozusagen den Stadtteil dar, auch in der Öffentlichkeit, und so soll das sein. Jetzt kommen wir mal abschließend vielleicht zu der Frage, die, ich sage ja immer, was die Bürgerschaft will, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, weil sie ja dafür legitimiert ist, für über 65.000 Leute zu entscheiden. Aber jetzt nochmal eine Frage an den Stadtverordnetenvorsteher: Man kann ja wohl auch Politik machen zwischen den Wahlzeiten. Die Bürgerschaft hat da viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Ja, das muss man immer auch ein bisschen dran erinnern. Das sind eigentlich zum Teil Selbstverständlichkeiten, aber manchen ist das auch nicht so bewusst. Also erstens, der Klassiker ist natürlich, man geht zur Wahl. Es gibt eine Kommunalwahl und nicht zu vergessen, auch der Oberbürgermeister wird direkt gewählt. Das sind also Wahlen auf der kommunalen Ebene, wo der Bürger mitbestimmen kann. Aber nicht nur da. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Seniorenbeiratswahlen. Auch da, wenn du über 60 bist, darfst du wählen. Ausländerbeiratswahlen. Wenn du keinen deutschen Pass hast oder deinen Pass hier erst erworben hast, darfst du dort wählen. Es gibt andere, wo man gar nicht so schnell dran denkt. Kita-Stadtelternbeirat. Auch das ist Politik. Auch darin kann man sich sozusagen wählen lassen. Und das ist ein Gremium, wo man sich einbringen kann. Und vielleicht auch im Schulbereich. Stichwort Kita, da hatten wir zum Beispiel auch schon ein Bürgerbegehren. Oder Bürgerbegehren. Ganz wichtig. Bürger haben Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung durch Votum zu Fall gebracht. So ist es. Also Bürgerbegehren ist auch ein ganz wichtiges Instrument, das der Gesetzgeber in Hessen ermöglicht hat. Es ist ein Teil der sogenannten direkten Demokratie. Bürger können Entscheidungen, also wichtige Entscheidungen, also wenn jetzt einer sagt, der Parkplatz vor meiner Haustür gefällt mir nicht, das ist keine wichtige Entscheidung. Aber wenn man zum Beispiel sagt, die Politik denkt darüber nach, eine Schule zu schließen, dann kann der Bürger sagen, nein, das sehe ich vielleicht anders oder ich habe eine andere Vorstellung. Und dann kann er ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen und dann kann es zu einem Bürgerentscheid kommen. Und wenn das positiv durchgeht, dann müssen gewisse Hürden genommen werden, dann ist das am Ende auch verbindlich. Vielleicht eine letzte Frage. Du hast ja als Stadtverordnetenvorsteher Kontakt zur Bevölkerung, zu den Fraktionen und du hast doch das Recht, Bürgerversammlungen einzuberufen, sozusagen gestaltend einzugreifen, die Themen aus eigener Ermächtigung in Absprache mit dem Magistrat einlädst. Wie läuft sowas und was ist dies Jahr geplant? Bürgerversammlung ist auch ein wichtiges Gremium oder Institution, wo der Bürger Einfluss nehmen kann. Es ist eine Möglichkeit, die der Stadtverordnetenvorsteher hat, die ich habe, Bürger zu wichtigen Themen in dieser Stadt einzuladen. Wo man sagt, da müssen wir mal mit den Bürgern reden, da gibt es bestimmt auch Nachfragen und das wird aktuell auch gemacht. In der Vergangenheit war das Thema Gesundheit hier in Rüsselsheim. Jetzt in der Pipeline sind Themen wie die Eselswiese in Bauschheim, sind Themen wie Wohnen, bezahlbares Wohnen in Rüsselsheim, ist Themen wie Digitalisierung, um nur mal drei zu nennen, die diskutiert werden sollen. Und dazu werde ich als Stadtverordnetenvorsteher auch einladen. Zusammen mit dem Magistrat, mit der Verwaltung, werden wir dann mit den Bürgern das Thema diskutieren. Gut, dann sind wir heute durch mit unserem dritten Gespräch. Eins will ich gerne erwähnen. Eins darf man nicht vergessen noch, bei Thema, was kann der Bürger machen? Der Bürger kann natürlich immer zu den öffentlichen Sitzungen gehen. Er kann Radio Rüsselsheim hören, wenn die Stadtverordnetenversammlung übertragen wird. Und jeder kann jeden auch ansprechen. Das vergessen viele. Sie können der Fraktion, den Parteien eine E-Mail schreiben. Sie können dort anrufen. Sie können mir eine E-Mail schreiben. Sie können dem Oberbürgermeister eine E-Mail schreiben, der Verwaltung schreiben. Also viele Möglichkeiten, wie der Bürger sich einbringen kann. Es gilt das aber auch zu nutzen. Gut, dann danke ich für heute. Gerne. Bis später.